Herzlich willkommen, meine Lieben. Mein Name ist Patricia Sinclair. Ich bin Pionierin des neuen Paradigmas und ich möchte euch heute hier wieder eine Dreifach-Grandmasterin in Grace Integrity vorstellen und freue mich sehr auf eine ganz besonders wundervolle Seele, auf die liebe Nadia Schlenkrich, die damals, als sie mir begegnet, noch gar nicht wusste, wohin ihre Wege tatsächlich gehen. Ich saß schon hellsichtig im Feld und wir haben abgewartet und der ganz große Durchbruch ist gerade gekommen. Aber da kommen wir gleich drauf, da habe ich nämlich noch eine schöne Geschichte. Nadja, herzlich willkommen. Hallo, so schön, dass ich da sein darf. Ich freue Ich freue mich auch ganz besonders. Ich erinnere mich noch gut, du hast in den High Energy Secrets, glaube ich, irgendwo angefangen. Ja, ich glaube, das ist sogar exakt 4 Jahre her. Wow. Jetzt, ja. Ja, erzähl mal, wie fühlst du dich überhaupt nach der ersten Grandmaster-Ausbildung oder nach der ersten Mastery of Grace Integrity? Was ist da alles so mit dir passiert? Ich kriege das schon gar nicht mehr in Worte, weil das einfach schon wieder so weit weg ist. Dieses erste Grand Mastery, es war einfach nur so beeindruckend, was da alles in mir passiert ist. Und das ist ja alles immer nur in uns, was da passiert. Und ich habe einfach dieses innere Strahlen und Leuchten meiner selbst immer mehr gefunden, woran ich ja gar nicht glaubte, weil im Außen war das oft überhaupt nicht sichtbar für mich. Und ich durfte dann wirklich in mir beginnen zu wandeln, dank dir. Und ich wusste ja von der ersten Sekunde an in den High Energy Secrets damals, dass ich genau in diesem Augenblick komplett zu Hause bin. Für mich gab es dann auch nie wieder eine andere Entscheidung irgendwie, ach, ich könnte ja mal hier gucken und da gucken. Ich wusste, ich bin hier zu Hause. Wow, und du kamst aber auch schon aus der Coaching-Szene. Ja, ich habe da meine ersten Versuche gemacht. Ich habe das probiert, noch in dieser alten Energie und bin dann, Gott sei Dank, richtig auf die Schnauze gefallen, weil ich einfach nur mit dieser dualen Energie unterwegs war und der Trennung, ja, und Mindset. Und ich habe einfach gemerkt, dass es bei mir nicht funktioniert, obwohl ich mich total angestrengt habe und alles gegeben habe. Und ich bin heute so dankbar, dass es wirklich nicht funktioniert hat bei mir, weil wer weiß, was dann mit mir passiert wäre. Aber da sehen wir wieder, viele Menschen fangen ja dann an und verurteilen irgendwas, was sie gemacht haben. Die sagen dann, oh, da habe ich so viel Geld investiert in die Ausbildung und das war alles nichts. Und in Wahrheit war sie dein größtes Geschenk, weil sie Ja. dir ganz genau gezeigt hat, dass bin ich nicht mehr. Ich habe schon so viel mitgebracht, dass ich die Dualität verlassen möchte. Ja. Und habe hier nochmal exakt gesehen, wie arbeitet die Dualität? Wie ist die? Dafür muss man wirklich, und das hört sich immer hart an, wirklich mal auf die Nase fallen, dass man es spürt, dass es wehtut. Und wenn wir das erste Mal erkannt haben, dass nichts in unserem Leben falsch ist, sondern dass uns alles irgendwo so dienlich ist, dass wir weiterkommen. Ja, das ist so wunderschön. Und du hast es dann durchgezogen. Und ich möchte mal gerade schon dabei beginnen. Du hast unglaublich viele Menschen als Master ausgebildet in Grace Integrity. Hervorragend. Hast selber große Gruppen gegründet und es sind dir viele, viele Seelen gefolgt. Ja, Auch das sogar stimmt. einige, die dann zu uns in den Grandmaster gekommen sind. Ja, das Und da stimmt. wir haben quasi die Vorbereitung gemacht für den Ja. Grandmaster. Ja, ganz, ganz toll. Und sie hat viele Aufrichtungsheiler ausgebildet, hat ihre Gruppe, wo sie die Frequenzen durch die Detonation wandelt. Und auch, weil das ist ja unsere Ja. Aufgabe, dass wir alles, was niedrig schwingt, in eine höhere Frequenz wandeln. Viele Menschen sagen, es gibt nur Energie und es gibt nicht niedrig und hochschwingend. Für mich ist es tatsächlich so, dass wir diejenigen sind, die natürlich aufgrund einer Emotion ein Zettelchen irgendwo dran kleben. Und wenn wir uns eng und klein und schlecht fühlen, fühlen wir uns niedriger und kleiner. Und ich denke, daher kommen auch die Ausdrücke, ne? Niedrig Auf jeden schwingend, Fall, denke hochschwingend. ich auch. Ja. Ja.
Sicher ist alles Energie, das ist schon richtig, aber es ist ja wirklich so, dass es Energien gibt, weil wir die eben bewerten, dass die uns zusammenziehen. Gehen wir aber in diese Wandlung und in die Detonation, wir haben das in High Energy Sequence, ich glaube, wir sind jetzt 54. oder 55. Staffel, so viel mit Menschen trainiert und wir haben das früher Jahrzehnte gemacht und wir sehen einfach, wenn man ein bedrücktes Gefühl hat und wandelt das um, dass man dann die Räume einfach größer macht. Und Ja. ich glaube, das ist auch bei dir geschehen nach diesem Coaching in der Trennung, dass du dann einfach deine Räume erweitert hast. Diese hast du einfach größer gemacht. Natürlich, natürlich. Und ich habe natürlich diese ganzen Erfahrungen Gott sei Dank gemacht. Ich bin wirklich dankbar dafür, weil dadurch weiß ich auch, von was ich spreche. Und ich sehe natürlich genau das Ego. Wo ist jemand im Ego? Und es gefällt natürlich dem Ego nicht, dass ich das beleuchte. Und dann ist eben die Entscheidung immer der Person selber, gehe ich jetzt da durch oder gehe ich jetzt vielleicht auch gegen den Coach und greife den an, anstatt dass ich in mich schaue. Ich habe das ja auch gemacht. Du hast mich auch oft auf meine Schattenanteile hingewiesen und ich habe immer erstmal ja gesagt. Und ich wusste, es war richtig und dann habe ich begonnen, was mich getriggert hat, einfach zu wandeln, Ist zu ja auch Gold. richtig Und es ist schön. Das finde ich gelungen. ja Nein, nicht doof. nein, Dann bist du nein. bei einem Coach, zahlst richtig viel Geld und den findest du auch nett. Und jetzt ist er so streng zu mir. Ja. Und manchmal Und muss man ja das ist gar nichts wirklich machen. Man so. reicht ja nur die Anwesenheit und das Strahlen eines Coaches, dass eben das Ego komplett durchknallt, ne? Und irgendwelche Gründe, ich sage immer, den Schleudersitz dann auslöst, um dann irgendwie aus der Situation einfach rauszukommen. Das ist oft so, ne? Dass das Ego dann, boah, das bombardiert dich dann. Und das Interessante im Moment ist, dass viele, die vorher nur Mindset gemacht haben, die haben jetzt mal ein Buch über Energie gelesen, die sieht man jetzt ganz oft, und die nutzen die gleichen Worte, wie wir sie anwenden. Und da gehen ganz viele Leute rein, weil die dann einfach ihr Ego auch wieder gestreichelt bekommen, was sie natürlich bei uns überhaupt nicht bekommen. Bei uns gibt es so richtig. Dann, hallo, guck mal da rein, wirklich wie mit dem Kopf ins Wasser rein. Schau mal, das bist du. Alles, was du da attackierst und angreifst, du sprichst nur von Ja. dir. Und dann sagen sie ganz oft, ja, aber du hast mir das doch jetzt auch gesagt. Ja, aber ich bin doch dein Coach, mein Schatz. Ja klar, Das der ist so Trainer das sagt natürlich dem Spielchen. Spieler auch, guck mal, wir machen hier Analyse und wenn du da vielleicht schon früher den Ball abgegeben hättest, hätte der andere das Tor geschossen. Ich glaube nicht, dass das auf dem Fußballplatz so passiert, aber es ist eben immer wieder auch dieses Ego will ja auch seinen Platz behalten. Und versucht natürlich immer auch Recht zu haben, aus der, in der Nummer irgendwie Recht zu behalten und gut dazustehen und sich weiter zu Ja, da verstecken ist auch die auch. ganze Krux drin, ne? Wenn wir mal aufhören würden, Recht, was ist denn Recht? Erstmal hat jeder Mensch seine Sicht. Ja. Und wenn ein Mensch in eine Gruppe kommt, um das alte Paradigma zu verlassen, um in das neue Paradigma zu gehen, kann man eben nicht das Gepäck des alten Paradigmas mitnehmen. Das Nein, geht nicht. es geht Und nicht. da muss man darauf hinweisen, du lass das mal da, mach mal so, mach mal so. Und da haben wirklich viele ihre Komfortzone und sind auch nicht bereit, die zu verlassen. Ja, da hast du natürlich, du bist ja da auch sehr klar sehend, du nimmst das sehr gut wahr. Und da hast du natürlich dann auch deine Leute, die dann entweder strugglen oder dankbar sind, weiterzugehen. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel gerade zwei große VIP-Kundinnen, eine ist noch drin jetzt die letzten Monate, die andere ist jetzt im Dezember, war die fertig. Und die sind beide, die haben es beide nicht leicht gehabt, wirklich. Ich habe oft gedacht, oh mein Gott, aber die sind durchgegangen, die sind so in der Liebe gewesen, die haben das angenommen, die haben das getragen und die sind wirklich, und eine ist jetzt wirklich in einem ganz tiefen Prozess gewesen, die ist jetzt gerade so am wieder rauskommen und die entdeckt jetzt wirklich, wow. Sie sagt immer, in mir brodelt ein Vulkan und sie hat das immer als für sich unangenehm und schlecht empfunden. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt lass doch den Vulkan einfach mal explodieren und zeig dich mal. Ich möchte dich live sehen, ich möchte dich sehen. Und sie geht jetzt wirklich ganz oft live. Sie zeigt sich und sie merkt auch das ganze, diese ganze Schüchternheit, diese Ego-Schüchternheit, sage ich mal, die fällt jetzt gerade von ihr ab und sie merkt, wow, ich lebe ja, ich habe ein Gefühl für mich, ich liebe mich.
Und es ist einfach nur wunderschön. Ja? Und das ist das, warum ich es auch tue. Genau. Das tut so gut, das fühlt sich so gut an. Ja. Und Nadja hat eben, wie schon erwähnt, mit vielen Menschen gearbeitet. Aber ich sah Nadja das erste Mal und ich habe es ihr damals schon gesagt, ich sehe dich mal noch woanders. Und da hat sie das gesagt, stimmt. Ja, das mache ich ganz gut, aber das, ja, ich weiß nicht. Ne? Da war so. War ja auch mein und Ego. Nadja, wirklich eine ganz, ganz klare Wahrnehmung in der Tierkommunikation. Und natürlich kannst du alle Tools, die wir verwenden, kannst du auch in einem Tier, also in jeder Seele eigentlich, Heilprozesse aktivieren. Heilen kann sich nur jeder selber. Wir sind keine Heiler, heilen kann sich nur jeder selber. Wir können mit Frequenzen, mit sehr viel bewusst gesetzten Frequenzen etwas aktivieren. Und ich erzähle gerade mal die kleine Geschichte von mir. Ich verstehe meine Tiere, ich unterhalte mich mit meinen Tieren, ich bin ein hellsichtiges Medium und ob da eine Blume steht oder ein Tier oder ein Stuhl, das ist mir egal, das sind alles Energien, damit kann ich mich unterhalten. Aber wenn du selber wirklich kaum noch atmen kannst, dann siehst du sehr gerne auch eine gute Kollegin zu Rate. Und ich habe ja keine Corso-Hunde. Und meine Züchterin kontaktierte mich und sagte, du, ich habe eine befreundete Züchterin, die hat eine wunderschöne Zuchthündin, aber die hat jetzt nach ihrem Wurf wohl hormonell bedingt epileptische Anfälle bekommen. Und der Hund wurde schon abgegeben, der war bei einer Familie, aber die ist so riesengroß, die ist ja 57 cm und wiegt einen, die ist so schwer. Ich glaube auch 57 Kilo, ja. Und ein Wahnsinn, ja, das ist wirklich ein kleines Kalb und die schlabbert ohne Ende, ja, also alles so Sachen, da war sie bei diesen Menschen, die wollten sie dann auch nicht mehr haben, obwohl die so lieb ist und ich habe gesagt, komm, ich nehme die so lange und dann gucke ich mal, ob ich dann irgendjemanden für sie finde, ich kenne so viele Leute und nach einer Stunde, wo sie bei uns war, haben wir alle gesagt, die kommt nicht weg, die bleibt bei uns, egal, wie es der geht. Und dann haben wir dann auch schon mal ein Erlebnis gehabt mit ein, zwei epileptischen Anfällen. Und vorgestern war das, ne? Oder wann war das? 3 Tage? Ja, vor 3 Tagen, glaube ich. 3 ganz schwere hintereinander. Und das Schlimme dabei war, ihr ganzes Herz zuckte. Sie atmete so schwer, wie ich das fast nur bei Hunden kenne. Die sterben und ich habe dann die Nadja kontaktiert, ich habe alles getan, ich habe unsere Grace Energy gegeben, Aufrichtung, noch ein New Paradigma Code und das Herz schlug immer schneller, immer ganz schlimm und dann hat die Nadja sich mit ihr unterhalten, gell? Ja. Und das war so faszinierend, was da rauskam. Und es war so der Wahrheit entsprechend, was Nadja auch gar nicht wissen konnte. Ja, war so viel dabei, was sie nicht wissen konnte. Und dann hat Nadja auch noch sie gefragt, welche Frequenzen sie braucht. Und dann haben wir das alles gemacht. Und am nächsten Morgen sitze ich unter meinem Infrarot, das mache ich jeden Morgen. Und auf einmal kommt da so ein Riesenkopf dazwischen und guckt mich an und sagt, hi Mami, ich bin ja da. Und dann war sie wieder strahlend und happy und hat mir wieder irgendwas geklaut. Die klaut ja immer ganz Handkoffer und so, kann die ertragen. Und da wusste ich, boah, sie ist wieder da. Ne? Und das war so faszinierend. Nadja, nochmal vielen Dank dafür. So gerne. Erzähl mal, wie das dann bei dir aufgegangen ist. Mit dem, wie kam das plötzlich? Im Grunde genommen habe ich das wiederum meiner Timba zu verdanken. Also meine Timba, die kam ja als Adoptivhündin zu uns vor 3 Jahren. Wir haben ja nochmal einen, den Maddox, der ist vom Züchter und das ist ein Engelchen, da gibt es kein Problem. Der hat halt seine typischen, sind beide Labrador, hat halt seine typischen Labrador, hallo, ich habe euch alle lieb, Geschichten. Und aber als Timba kam, da durfte ich wirklich nochmal auch lange Jahre jetzt zum Hundetraining mit ihr, weil sie einfach auch diverse kleine, sage ich mal, so Macken hatte, ja, so vor allen Dingen andere Hunde und so. Und dann war wieder mal so eine Situation,
wo ich dann sagte, so jetzt suche ich mir auch mal jemanden, eine Tierkommunikatorin, und ich habe auf Mallorca jemanden gefunden, jemanden ganz neutralen. Ich wollte auch niemanden von Facebook, ich wollte mal jemanden ganz neutralen, der uns gar nicht kennt, ohne irgendwelche Informationen. Und das war ein so schönes Gespräch. Sie rief mich dann an und dann verband sie sich mit der Timba und ich merkte, wow, dieser Hund wird immer ruhiger. Die lag dann neben mir, die Zähne so weit auseinander, die hat sich so tiefenentspannt. Und wir haben da sehr viel lösen können für sie. Und ich erkannte und habe dann natürlich auch einige Sachen gehört, dass eben die Tiere, man sagt ja auch immer, und das ist ja auch ziemlich old school, dass man sagt, das Tier, das ist eigentlich nur der Spiegel von dir, weil das trägst du in dir und es war auch mal so, das ist die alte Energie. Aber das Tier bringt sein eigenes mit, das hat sie mir gesagt. Das war eine sehr wichtige Info für mich, weil ich das schon immer im Feld hatte, dass das überhaupt nicht stimmt. Natürlich hat man so Themen miteinander, aber letztendlich, wenn sie zum Beispiel eine Aggression mitbringt, und ich habe jetzt auch rausbekommen, woher das kommt und warum das so ist durch diese liebe Dame, dann ist es ihr Thema und jede Seele wählt ja ihr eigenes. Ja. Einzigartig, das hat nichts mit anderen zu tun. Genau, sie bringt das ja auch mit, das ist ja auch eine Inkarnation, eine Wahl der Seele. Genau. Und dann hat sie auch noch mal was ganz Tolles gesagt, das fand ich auch sehr spannend, weil ich auch mal irgendwann hörte, dass die Tiere ja eher fühlen und nicht denken, hat sie gesagt, oh mein Gott, das stimmt auch nicht, die Tiere denken den ganzen Tag und manche sind sogar richtig verkopft. Und ich bin ja jemand, ich fühle das ja auch, ob das stimmt oder nicht. Und dann merke ich, klar, ich sehe das ja meinen Tieren sogar an, die gucken ja manchmal so, denken mir, wow, die überlegen jetzt irgendwas. Und und durch diese Liebe, meine liebe Hündin Timba, bin ich jetzt drauf gekommen, okay, ich habe mich jetzt auch angemeldet, ich mache gerade so eine Ausbildung, auch für mich nochmal, um das Wissen zu aktivieren. Ich wusste ja, ich kann das. Und auch in der Ausbildung jetzt gerade, im ersten Modul mit den Trainingstieren, es ist immer ein Volltreffer. Immer, dann kamst du mit dem Hund und hast da den Notfall gehabt. Dann kam vorgestern eine liebe Kundin, die hatte auch einen Notfall, der Hündin ging so schlecht. Und ich habe sofort Kontakt aufgenommen, natürlich mit Grace Integrity und der Aufrichtung. Ist es eine Riesenschatzkiste? Und ich habe mein Herz aufgemacht und habe sofort mit der Hündin kommuniziert. Und die Hündin war sofort ruhig. Und ich habe sogar von der Hündin gehört, als ihr Frauchen heimkam. Dann sagte ich, bist du gerade nach Hause gekommen? Dann sagt die, ja, ich komme gerade zur Tür rein. Woher weißt du das? Die hat mich ja verraten. Also, und das sind so Dinge, ich merke halt einfach gerade immer mehr, und ich habe ja diese Gabe wirklich seit Kindheit, dass ich die Tiere einfach auch auf der Straße, auch Katzen, scheue Katzen, ich sage einfach, hey, komm mal her. Und die kommen tatsächlich zu mir. Und für mich war das immer so normal. Auch gesprochen. Ja. In Dubai. Ja, genau. Oh, habe ich auch, genau. Und das ist mir einfach so reingelegt worden und mein Ego hat sich wirklich gesträubt. Ne? Ich wusste das auch, dass ich mich wehre und irgendwie tut sich das gerade auf. So irre, weil ich sah die Nadja und sie erzählte mir natürlich von ihrem Soul Download und es ist, ich bin keine, die sagt, nö, das ist dein Soul Download, weil du kannst es nur selber entdecken. Ja? Ich habe ihr nur angemerkt, was ich sehe bei ihr, was vielleicht nochmal eine Riesenrolle spielt. Das war eine Form von Möglichkeit, ja. Weil ein Mensch kann immer nur seinen eigenen Soul Download bekommen. Das ist ganz wichtig im neuen Paradigma, weil da geht es nicht mehr um irgendwas, dass dir außen die Menschen etwas bringen, sondern dass du in der Eigenverantwortung deine Göttlichkeit auch wiederfindest. Ja? Und das hatte ich Nadja nur gesagt und was sie dann machte, das war ja ihrs. Und ihr seht trotzdem, wenn die Zeit gekommen ist, packt die Seele das aus. Und manchmal muss man erst noch einmal andere Wege gehen, ja, die auch ganz wichtig sind. Ne? Und ich fand es so toll, weil du auch diese Healing Energy dann direkt mitgibst, dass das Tier sich wieder findet. Weil ein Tier ist wirklich eine so große Seele. Meine Karnekursus, die sind alle hellsichtig. Die erkennen genau, wer kommt, wer was ist, was los ist. Das ist so spannend, wenn man die beobachtet. Ja? Und da kannst du wirklich die Uhr nachstellen. Und meine Tiere können das nicht haben, wenn jemand irgendwo
was zu sich nimmt, irgendwelche Substanzen, das nehmen die sofort wahr. Dann sitzen die, können die nicht leiden, ne? Das ist so spannend. Ja? Ja. Aber das finde ich sehr, sehr schön. Aber bei dir ist ja nicht nur diese Tierwelt jetzt groß, sondern natürlich bleiben die Menschen auch bei dir im Feld. Und vielleicht erzählst du den Zuschauern mal, wie sich dein Leben auch monetär verändert hat und überhaupt dein Lifestyle, wo du aus was du ausgebrochen bist. Ja, eins muss ich trotzdem noch kurz anmerken, und zwar zu der Sprache der Tiere, weil ich habe auch ganz stark den Impuls, überhaupt diese ganze Tierkommunikation auf ein ganz anderes Level jetzt zu heben, auch in die fünfte Dimension zu erheben. Das ist ja auch wirklich wichtig, dass da mal was passiert, weil wir, wenn wir in Urlaub gehen, dann lernen wir wenigstens mal bitte und danke, hello and goodbye, ja, oder die Rechnung bitte oder bezahlen bitte. Jetzt haben wir alle ein Tier und können uns nicht mit diesem Tier verständigen. Warum lernen wir nicht die Sprache der Tiere? Und dieses Du und dein Tier, das ist auch im Feld. Also das wird auch irgendwie was, es wird was kommen. Ich kann noch nicht sagen was, aber jetzt entsteht das und jetzt bin ich auch wirklich bereit und bin auch über diesen Ego-Schatten drüber. Auch vor allen Dingen, dass die Tiere auch den Wandel lernen, die Detonation, gerade wenn was mit anderen Hunden ist, Aggressionen. Du kannst ja als Tier auch wandeln lernen. Und das sind alles so Dinge, oder deine ersten 7 Lebensjahre, haben wir ja schon gesprochen, das kann man mit Tieren auch, diese erste Zeit als Welpenzeit, wenn da Missbrauch war oder Vermehrer oder was auch immer, Tierheim, man kann ja da auch ganz, ganz viel tun für die Tiere, ja, genau. So schön. Monetär gigantisch bis zu 6-stellig im Monat bin ich geworden, gleich im 2. Jahr, nachdem ich bei dir dabei war. Ja, 5-stellig schon nach 6 Monaten, dann ging es weiter hoch 5-stellig, dann 6-stellig und also noch bevor ich den ersten Grandmaster fertig hatte. Dann natürlich den ganzen Lebenslifestyle, Mallorca, Dubai, ja, Firmengründung in Dubai. Jetzt gerade ist Ungarn ganz stark und es wächst und wächst. Es sind viele, viele neue Kunden da, sehr, sehr gute, ehrliche Kunden, die wirklich, wo man merkt, wow, da ist wirklich Substanz da, da ist Potenzial da, die wollen das auch, die sind auch bereit und die haben auch gar nicht mehr so Lust, jetzt so in diese Ego-Schiene zu gehen, sondern die wollen wirklich ihr Potenzial entfalten. Also das ist wirklich hervorragend. Es geht nicht mehr anders. Es geht jetzt wirklich nur noch um das, was Nadia, was alle Grandmaster in den Jahren auch trainiert haben. Ich habe wirklich viele Angriffe dafür bekommen von diesen Coaches, die anders gearbeitet haben, weil die das einfach, die konnten nichts dafür, die haben es nicht verstanden. Ne? Das ist ja nicht einfach. Ne? Wenn du immer nur im Kopf bist und mit Zielsetzung und all das und du arbeitest plötzlich mit Seele und Herz und du hörst nicht mehr auf den Verstand, der mit dem Ego ja im Team ist, der dich immer in der Box halten will. Natürlich hast du auch als, wenn du nur Fokus Geld hast und Zielsetzung, wow, dass du deinen Porsche, dein Haus, deine Rolex, deine Business First Class, aber der Rest, der kippt komplett weg. Ne? Ich kenne Menschen, da sind die schrecklichsten Dinge passiert. Ganz, ganz schlimme Dinge. Und was bei uns so wichtig ist, dass wir eben trainieren, ja, monetär ist toll, Geld ist genauso eine wichtige Energie wie Liebe, wie Fröhlichkeit. Und das Interessante ist, wir setzen nicht beim Geld an, sondern wir beginnen erstmal wegzucrashen, was uns abhält, überhaupt die Kanäle zu öffnen. Das ist immer unser Anfang, dass da erstmal wirklich der Keller aufgeräumt wird und dann alles im Haus, dass das leer ist, ja, weil du kannst nicht in ein volles Haus immer was drüber legen. Richtig. Ja. Auf Dauer platzt die Bombe. Und dann fangen wir erst einmal an und dann gehen wir erstmal in die Liebesenergien, in die Freude, in die highest sexual vibration, weil diese sexuellen Gefühle, die kannst du in dir haben, da brauchst du niemanden für. Das ist etwas, was in dir ist. Ich meine da jetzt nicht unbedingt, dass du da unbedingt Sex haben musst, sondern du kannst diese Gefühle in dir spüren und dann brichst du einfach durch. Und wer da dran bleibt und sich nicht vom Ego abhalten lässt, der kann da wirklich weit, weit kommen. Und das ist jetzt einfach eine Thematik für das neue Paradigma. Und darum fand ich das so schön, dass die Nadia heute zum Interview kam. Weil die wirklich, als sie kam, sie sagte mir, ich habe, glaube ich, die High Energy Secrets, da habe ich dich noch eingeladen.
weil ich weiß, dass es da so eng war zu dem Zeitpunkt. Weil du das erste bin ich alleine gekommen, aber dann hast du mich eingeladen, richtig? Ja. In einer, und ich habe ihr Potenzial gesehen, ich wusste das. Wenn die jetzt einfach switcht, dann wird die durchbrechen. Und so das stimmt, auch. Das hast du gesagt. Ja, das hast du wirklich gesagt. Das ist ja mittlerweile mein drittes Interview. Und wenn man sich jetzt das erste Interview anschaut, dann sieht man auch den gravierenden Unterschied. Ja. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich mache es jetzt nicht mehr für mein Business. Ich buche das jetzt mit meinem letzten Geld nur für mich. Ja. Und dann hast du mich auch sehr schnell gesehen und dann kam diese ganze, ja, diese Love-Lawine einfach ins Rollen. Das war einfach zauberhaft. Für die Beziehung ist es auch toll, oder? Da verändert sich doch auch alles. Der hat jetzt zum Beispiel gestern, ich bin ja in Rosewood bei dir auch, und jetzt hast du gesagt vorgestern, wir sind total neu am nächsten Tag. Und mein Mann steht gestern auf und sagt zu mir, also Nadja, irgendwie, ich bin heute total neu. Das ist eigentlich sehr interessant, dass du jetzt das Feeling hast. Der wusste das ja nicht, dass du das gestern oder vorgestern mit uns Rosewoods gemacht hast. Und er hat das gespürt. Ja. Und er ist wirklich neu. Also man merkt ihm das an. Es ist wieder ein riesen... Und dann über die Kopfhörer und die Männer hören da was raus. Die müssen aber gar nicht die Worte hören, die spüren den Menschen, was ich da gerade. Genau, sehe. Das macht er auch so oft, ja. Und ich fand das so wichtig, dass ich dich da nochmal heute befrage und vor allem nochmal vorstelle, was du für eine Power auch hast, um mit den Tieren zu sprechen und die Feelings und was da rausgekommen ist. Das war mir so wichtig, weil das mit meiner dicken Haley, das war so ein schönes Wunder. Wir haben fast damit gerechnet. Ich weiß das, dass dieses Mädchen gehen kann. Das wurde mir ja gesagt, dass die nicht unbedingt alt wird, 3-4 Jahre. Aber ich wehre mich ja da immer. Für mich ist, solange wie die Seele bleiben möchte, bleibt die bei uns. Und wer sagt das? Das sagen die anderen. Und wir sagen was anderes, oder? Also sie hat ja, wie gesagt, sie hatte ja eine Verknüpfung da drin, die sie eigentlich hier sozusagen gar nicht erlaubte, diverse Dinge zu tun oder da zu sein hier im Leben noch, gerade durch ihre Geschichte mit der Epilepsie. Und da hat sie halt eben einiges verknüpft gehabt mit verschiedenen Ärzten und was weiß ich. Und diese Verknüpfung habe ich ihr einfach auch sozusagen erklärt. Und jetzt hat sie das auch für sich hier und sie ist total erleichtert. Also das war wirklich schön. Und ja, dann spielt mir ja gerade eben die göttliche Welt, spielt mir ja die Tiere gerade ins Feld. Ich habe ja jetzt vor 2 Tagen wieder einen Notfall gehabt und da ist es genauso gelaufen. Und diese Hündin hat auch sofort mit mir Kontakt genommen. Und die Kundin sagt, die Hündin ist beim Tierarzt gewesen, die hat noch nie was von einem Mann genommen. Und ich habe Videos, da frisst sie dem Tierarzt aus der Hand. Also, und die sagt, Nadja, und der Hund wedelt. Und da merkst du einfach, es ist wirklich eine Verbindung da. Und es ist nicht einfach nur irgendwo hergezogen. Ja, das ist wunderschön. Aber gerade wenn man damit beginnt, sind ja diese göttlichen Fügungen so wichtig, damit man ja auch irgendwo eine Resonanz hat, die zurückkommt. Weil ansonsten denkst du, okay, ich kann das, ich weiß das und ich höre das. Aber dann kommt keine Resonanz zurück. Als Anfänger ist man dann noch ein bisschen, was heißt Anfänger? Bist du ja nicht, aber du hast das alles intensiviert. Und jetzt kommen so großartige Rückmeldungen. Das ist Wahnsinn. So schön, oder? Vor allem, total schön. Wenn man wieder so happy ist, was gibt es Schöneres? Ja, und das Frauchen ist auch happy, ne? Das ist ja das. Das ist du und dein Tier, das ist einfach das Schönste, was es gibt, weil jeder hat ja sein Tier lieb, also die meisten. Und wollen ja die Kommunikation auch haben. Und ich denke, es kann jeder auch lernen. Also das wird das Oberziel sein, dass jeder wirklich diese Verbindung herstellen kann. Natürlich, wenn ein Notfall ist, das, was du gesagt hast, dann hole ich mir auch jemand zur Seite, weil ich dann selber so betroffen bin, dass ich vielleicht dieses Ding gar nicht herkriege. Aber wenn ich doch zu Hause mit meinem Hund kuschel und mit dem rede, ist doch auch cool. Also wenn du jetzt gerne hamsterisch, wellensitterisch, vögelisch, tierisch, katzisch sprechen lernen möchtest, die Nadja hat eine große Schule für verschiedene Sprachen. Ja, und jedes Tier ist wirklich anders. Ich habe ja jetzt mit 4, 5 verschiedenen Tiergattungen trainieren dürfen in meiner Ausbildung. Und es ist ganz, ganz spannend. Ein Huhn kommuniziert zum Beispiel vollkommen anders als eine Ziege oder ein Pony mit einer Katze oder ein Hund.
Und jedes Tier hat so seine Eigenheiten und es war so witzig und man musste manchmal wirklich lachen, weil jedes Mal hat das komplett gestimmt, ja. Also Toll. es macht richtig Spaß auch. Ich habe auch immer gerne, ich habe früher eine Finca gehabt in Port Anrath, ganz oben auf dem Berg. Und wenn du runtergefahren bist, da waren immer Esel. Und denen haben wir immer einen Namen gegeben von irgendwelchen Leuten, die wir kannten. Dann haben wir immer mit denen gesprochen. Und das konntest du wirklich, ein Esel, wie der spricht, der ist ja total cool, ne? Sind Richtig cool. cool. Wir haben uns kaputt gelacht, ja. Ja, und die verstehen wirklich alles. Unsere Tiere verstehen uns wirklich. Die wissen ganz genau, was Sache ist. Na klar, das Die ist können so uns schön zu lesen. sehen. Das Das ist ist wieder so ein da. Teil, wo die Einheit noch mehr wächst. Ne? Ja. Ja. Ja, ich Nadja, freue ich mich auf melde auch, wenn alles, du dich was dafür kommt. interessiert oder auch für Masterausbildungen oder Healings, Tiere, Menschen, einfach alles. Wir werden hier eine Communication hinterlassen, wo ihr die Nadja erreichen könnt. Herzlichen Dank, dass du hier Ich bist. danke, 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 danke. Danke und ich danke dir nochmal für meine Und ich danke Decanie. dir für alles andere. Tschüss, Marlene. Ciao, ciao. Tschüss.